In diesem Video zeigen wir, wie Sie eine Innenstation an der Türsprechstelle DVT60T bzw. DVT60T2 anmelden. Die Türsprechstellen sind in den DVT67 und DVT60 Sets enthalten. Die Türsprechstelle ist je Ruftaste mit einer Innenstation mit 7 Zoll Display DVT67M oder einem Mobilteil DVT60M erweiterbar. Je Ruftaste können also dementsprechend 2 Innenstationen angemeldet werden. Um die Verbindung mit dem Monitor DVT67M aufzubauen, gehen Sie wie folgt vor. Öffnen Sie das Menü der Innenstation und wählen Verbindung aus. Die Türsprechstelle des Sets ist mit Kanal 1 verbunden. Falls Sie eine zweite Türsprechstelle verbinden möchten, wählen Sie hierfür Kanal 2 aus. Der ausgewählte Kanal ist mit einer Raute markiert. Drücken Sie auf OK, um den Verbindungsaufbau zu starten. Sie haben nun eine Minute Zeit, um die Verbindung aufzubauen. Halten Sie jetzt an der Außenstation die Paarungstaste gedrückt, bis ein Piepton ertönt. Bei einer Türsprechstelle mit 2 Klingeltasten, wie in unserem Fall, drücken Sie noch einmal auf die Ruftaste, mit der Sie die Innenstation verbinden möchten. War die Verbindung erfolgreich, bestätigen die Türsprechstelle und die Innenstation dies mit einem Plop-Ton und es erscheint ein grüner Haken hinter dem Kanal. Unten ist ein Mülleimer zum Löschen der Verbindung der Türsprechstelle. Wenn Sie hier nochmal auf OK drücken, wird die Verbindung wieder gelöscht und Sie müssen die Paarung komplett neu vornehmen, was schwierig ist, wenn die Türsprechstelle schon montiert ist. Daher bitte nicht nochmal drücken. Um die Verbindung mit dem Mobilteil DVT60M aufzubauen, gehen Sie genauso vor. Wählen Sie auch hier im Menü den Punkt Verbindung und den entsprechenden Kanal aus. An der Türsprechstelle muss wieder die Paarungstaste gedrückt und bei der Türsprechstelle mit 2 Ruftasten anschließend noch die Ruftaste gedrückt werden, mit der Sie die Innenstation verbinden möchten. Bei erfolgreicher Verbindung wird dies wieder mit den beiden Plop-Tönen bestätigt und der grüne Haken wird im Verbindungsmenü angezeigt.